Oh, und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Wieder hier mit Lara Tootle Croft in ihrem wunderschönen Urlaubsparadies. Auf dem Weg in unseren Skilift. Oh Gott, jetzt geh doch dahinter, Mädel. Okay, jetzt geh da weg. Einmal bitte das Explosivfass da schießen. Danke. Okay. Toad. Bitte einmal ausnehmen, den Jungen. Okay, der Typ ist dumm. Naja, egal. Jetzt erstmal hier hinter verstecken, bitte. Oh Gott. Dynamit! Oh, scheiß Viecher. Komm schon, zeig dich. Jetzt hat er sich selbst hochgesprengt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte einmal hier hinter. Der Typ war da oben, oder? Stirbt er auch endlich mal? Okay, endlich ist er tot. So, wo sind jetzt der Rest der Gegner? Was machen die? Egal, rüber hier. Er hat mich gar nicht. Rapid firing, Lara. Scheiße, halten die lange viel aus. Sollte doch lieber Feuerpfeil nehmen. Oh Gott, Lara! Oh Gott, den habe ich gar nicht gesehen. Jetzt weißt du, was brennt, Bitch. Du brennst nämlich. Oh. Und brennt. Okay, super. Okay. Na, dann würde ich sagen, alle tot? Super. Alle ausgeweidet. Okay, dann würde ich sagen, hoch da, oder? Wie komme ich da hoch, ist jetzt die Frage. Wo lang muss ich? Ja, ich muss da hoch. Ach so, okay. Super. Wieso bist du auf einmal so langsam? Okay, ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Mit denen einfach rüberfahren. Grim! Bist du da? Wo ist Grim hin? Oh nein. Erstmal schön was explodieren lassen. Jetzt Lara, spring! Dann bitte mal in Deckung gehen. Jetzt schieß doch einfach, Mädel. Okay. Dich krieg ich. Und dich erst recht. Alter, wo schmeißt du hin? Oh!
direkt da, wo ich bin. Das ist echt geil, dass wir so gut sehen können. So, das war's mit denen. Jetzt würde wieder in Deckung gehen. Das wär's denn auch mit denen. Oh Gott! Die schießen scharf! Nimm die Pfeile, Lara! Danke. Oh Gott. Komm schon, trifft. Super. Und jetzt machen wir den damit kaputt. Ey, komm. Fast geh kaputt. Danke. Jetzt das Drachensohn, als ich auf dich raufgeschossen habe. So. Oh Gott. Oh Gott. Lara. Au! Wie sind die so verdammt genau? Ja. Bitte einmal in Deckung gehen. Okay, das wäre es auch mit denen hier. Ja, jetzt lad endlich nach, du Schlampe. Alter, ich zeig dir gleich mal, wie das hier geht, du Pisser. Boah. Komm, bring ihn um. Oh Gott. Das war knapp. Viel zu knapp. Oh Mann. Was? Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Okay! Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Alter, geil! Bringen sie alle um, Digga! Oh. Oh Mann. Nein! Rem! Könnt ihr auch ihr irgendwie mal irgendwas lassen? Also ich meine, komm, das ist. Der Palast. Ich muss zu dem Palast. Ja, und jetzt dann, wo Grimm nicht mehr da ist, ja, warum nicht, ne? Ich werde erstmal schnell die ganzen Pfeile und so looten. Ach man, Grimm, der war cool. War einer der wenigen wirklich coolen Charaktere. Ein richtig krasser, alter, harter Mann, der hatte noch Mumm in den Knochen. Nicht wie die anderen. Na denn, hier hoch, ne? Oder nee, doch lieber da hoch. Das ist viel besser. Sind wir gleich höher. Oben zu sein ist immer gut. Da wäre dann aber auch eine Leiter. Naja, egal. Darüber ist echt ein kurzer Weg. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell. Schnell, 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 schnell. Und eh. Ich hab sie! Wo kam der her? Scheiße! Oh. Ich geb dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Oh, was für ein harter Typ, ey. Was für ein harter Kumpane, ey.
Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Grimm, du... sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Ross. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? So. Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay, super. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Lara, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal, ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Roth. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Okay, das war's mit unserem Feuerschutz. Naja, egal. Fähigkeiten. Ich möchte bitte mehr tot machen können. Axtexperte. Super, ja. Tödlich sein damit ist immer gut. Dann haben wir endlich Nahkampfangriffe. Bin ich nicht mehr so schutzlos ausgesetzt. Da muss ich hin, okay. Was ist da drüben? Ist hier irgendwas? Kann man runtergehen, aber nee. Wir müssen das Main Objective pushen. Das Let's Play soll ja auch irgendwann mal zu Ende sein. Das sieht echt stabil aus. Oh Gott. Und... Lara! Action! Uff. Krass. Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig. Aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Oh, Mann. Keine Sorge. Ich decke dich den ganzen Weg. Ach, also haben wir doch noch unseren Feuerschutz. Okay, super. Das ist gut, das ist echt gut. Wo geht's hier lang? Ach, hier hoch. Okay, super. Irgendwas auf dem Tisch? Nö. Dann gehen wir mal... Oh Gott, das sieht echt scheiße aus. Okay, Lara. Und... Sprung! Lara, ich hab sie im Visier. Es geht los. Gib dein Bestes. Hoch da. Was zum Teufel ist da unten los? Glaubst du, sie sind die Outsiderin? Keine Sorge. Falls nicht, kommt sie direkt zu uns. Vater Matthias schickt uns zu den Uni, wenn wir sie nicht finden. Nur wenn wir versagen. Und das werden wir nicht. Die Sonnenkönigin ist mit uns. Oder vielleicht auch mit der verdammten Outsiderin. Was? Oh Gott. Festhalten. Schon scheiße, wenn wir Scharfschützen haben, ne? Das war echt knapp. Na denn. Einmal hier lang stealthen. Halt! Nicht bewegen! Sie sehen mich! Los. Okay, super. Halt, warte! Hab ihn fast! Alter, der Typ hat's drauf. Halt, warte, warte! Ja, komm, hol ihn! Lara, der Weg müsste frei sein. Danke für die Deckung. Ich denke, damit sind wir quitt. Lara, pass auf! Oh, fuck. Ich brech dir
das Genick! Ergib dich! Oh nein, oh nein! Festhalten, festhalten! Oh Gott! Sie sind gestürzt! Ob sie tot ist? Lara, es sind zu viele! Okay. Oh Gott, oh Gott. Oh, scheiße. Hm, renn, renn, renn. Ja, alles in die Luft. Komm schon! Oh, komm. So was hast du sonst auch immer überlebt. Egal. Ja, komm, dann lass mich. Dann mache ich das auch. Oh, fuck. Mädel. Hm. Warum springt die nicht? Ich hämmer mal hier leer, das ist sowieso ein beöppeter Öppel. Es springt ja nicht. Gott. Ist einfach so... Ah, krass. Also die Action haben sie echt nicht schlecht gemacht in diesem Spiel. Und ich! Und jetzt Sprung, ich! Sprung, ich! Sprung! Und okay. In die Sicherheit. Ich geh jetzt rein. Bist du wirklich sicher, Lara? Ich hol sie, Roth. Und ich komm zurück. Versprochen. Versprochen. Und wenn ich dich daraus zerren muss, Lara? Und schon, das schaffen wir. Oh Gott, hoffentlich stürzt die Kacke nicht ein, ey. Okay. Sieht aus wie ein Grab. Okay, irgendwie müssen hier Leute sein. Meine Brüder, hört mich an! Draußen in der Welt waren wir nichts. Aber hier sind wir die Solari. Die Kinder der Sonnenkönigin. Sie brachte uns nicht umsonst hierher. Ich weiß, ihr sehnt euch nach Freiheit. Ich weiß, ihr wollt weg von diesem Ort. Aber dafür müssen wir die Königin befreien. Sie ist eine Gefangene wie wir. Wenn wir sie befreien, befreien wir uns selbst. Dieses Mädchen trägt das Blut dieses Landes in sich. Sie könnte der Schlüssel sein. Das Ritual der Flammen zeigt uns die Wahrheit. Himiko, ihr seid die Erste und die Letzte. Sprecht jetzt zu uns. Wer hätte es Befalls umbringen sollen? Oh Gott. Jetzt töte ich dich. Au. 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 Fuck. Dimitri, Nikolai, bringt sie zu mir. Oh, fuck. Ich hab noch mehr getötet als schon Dimitri. Ich hab fast alle von euch getötet. Jede Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder!
Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen. Sprecht zu uns, Mimiko! Oh, fuck. Sieh mich an. Sieh mich nur an, okay? Ich glaube, Hibiko möchte nicht. Krank. Schon bald, meine Brüder. Bald sind wir frei. Bringt sie in den Thronsaal. Dein Kampf ist vorbei. Oh, fuck. Oh, richtig in die Eier. Oh, ins Blut rein. Ich sehe keine Leiche. Sturz wird sie nicht überlebt haben. Komm schon, sie ist Lara zu The Croft, sie überlebt alles. Wir prüfen das. Steigen wir runter. Ekelhaft, ey. Gott, ey, du sollst nicht immer in deiner eigenen Periode rumschwimmen, weißt du das? Das ist echt nicht gut für dich. Weil ich wusste auch kein Twilight-Vampir. Oh Gott, kommt man hier durch? Okay, ich weiß, was zu tun ist. Super. Wäre das mal geklärt? Das ist schon wieder. Jetzt durch hier, Lara. Wir haben nur kurz Zeit, bevor das natürliche Gas wiederkommt. Okay. Oh Gott. Wahnsinn. Beherrscht diesen Ort. Messias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Er ist so irre, dass er vielleicht schon wieder zurechnungsfähig ist. Lara, du machst sehr viel Sinn. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Okay. Na denn. Scheiße, ey. Warte, warte! Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht so viel zappen. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Habe ich ihn retten können? Nein. Jetzt habe ich nur noch einen Pfeil. Fuck. Und ich finde ich noch ein paar Pfeile, ey. Jetzt bin ich echt am Arsch. Egal, versteck dich hier hinter, bitte. Macht's so nicht, warum denn auch? Oh ja. Leicht. Bist du noch im Leben? Nee.
Wo geht's lang? Da lang. Ist wieder dieses blöde Gas. Okay. Hopp, hopp, hopp. Und... So. Dann wäre das auch schon mal geklärt. Rausfinden, wie man die Scheiße anzündet. Scheiße. Okay, okay. Ich hasse es hier. Ja, also, komm los, geh weg. Mal an. Du kannst hier bleiben. Danke, Mann. Den Typen schnapp ich mir. Eine Überlebenschaft ist Eindringling nicht an der Kopf. Ich bring dich um. Ich bring euch alle um. Oh fuck. Okay. Run and Gun funktioniert also nicht mit Lara. Lara to the Croft. Aber wie man's richtig macht, das seht ihr in der nächsten Folge.